Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Final Fantasy 14 Online. Wir hatten gestern schon ein kleines bisschen wieder angefangen zu zocken. Ich hatte es einfach wieder Bock, mal wieder zu spielen. Ja, wie ihr seht, es ist noch das Overlay vom Shadowbringer. Den Endwalker habe ich noch nicht gekauft, weil ich wollte jetzt mal sehen, ob es mich wieder richtig packt oder nicht. Das war unser Charakter. Wieso hat er eine Augenklappe an? Okay. Den Charakter werden wir heute löschen, weil wir werden einen neuen machen. Diese Wuchsliste, bla bla bla. Okay, so, wir werden neuen Charakter machen. Wir behalten das Aussehen, wobei ich glaube, ich werde zwar die Haare ändern. Die Haare haben mir nicht so gefallen. Frisur. Die sieht mir besser aus. Ich werde aber auch die Haarfarbe etwas ändern. Ja, das sieht mir besser aus. So, Stimme und alles behalte ich. Das ist soweit okay. Ich überschreibe das alte. Das hat ja nichts zu suchen. Wir behalten das von gestern. Wir nehmen Schattenmond. Den 27. Weiß ich auch nicht, was zu nehmen. Ich behalte einfach das erste. So. Ich möchte kein Gladiator sein. Ich möchte gerne Magier sein. Das. Ja, Traumaturg nehmen wir. So, ging diesmal etwas schneller als gestern. Ach, geil, wir sind in der Warteschlange. Da freut man sich. Also, ihr habt das ja noch nicht bei mir gesehen, dass ich das gespielt habe. Ich habe es aber schon vorher und schon vor Jahren gespielt.
Ehrlich gesagt, ich habe es gespielt, als es noch richtig schlecht war. Also bei A Wheel Reborn, da hatte ich damals angefangen, hatte auch nicht viel gespielt, weil ich war vom Spiel enttäuscht, damals auch. Aber nach diesem Update kam ja die ganze Wende, wo das Spiel richtig gut wurde. Und ein paar Jahre später habe ich dann, ich glaube, das war kurz vor Shadowbringer rauskam, hatte ich es mir wieder gekauft. Auf PC, da hatte ich es. Nee, auf der PlayStation. Auf der PlayStation. Da hatte ich es dann wieder sehr lange gespielt. Weil ich hatte es am Anfang auf dem MacBook gespielt. Danach auf der PlayStation. Und da hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, damals wurde ich einfach zu viel mit Destiny abgelenkt, dass ich nicht mehr weitergespielt hatte. Die Sequenz überspringe ich. Ich werde es jetzt auch wieder mit dem Controller spielen, weil ich mochte halt die Steuerung vom Controller. Die ist richtig gut umgesetzt. So, genau, wir haben diesmal alles richtig. Gestern war ich Gladiator, also Schwertkämpfer. Eigentlich machen wir das Gleiche, was wir gestern gemacht haben. So, es tut mir sehr leid für die Leute, die jetzt reinschauen und das Spiel jetzt nicht so kennen, dass ich hier vieles etwas skippe. Das müsste ich eventuell nochmal lesen, Elementarbalken. Der hat sich das Wissen über Lichtfeuer und Schatteneis erschlossen. Somit steht hier nun auch der Elementarbalken zur Verfügung. Feuerzauber versetzen dich in den Zustand des Lichtfeuers. Das gierige Feuer verlangt nach mehr MP. Verstärkt deine Feuermagie, dafür aber immens. Im Gegensatz dazu steht das Schatteneis, das durch Eismagie hervorgerufen wird und deine MP-Generation enorm beschleunigt. Ist eines dieser Status aktiv? Sagt man Status oder Statusse? Egal. Aktiv, so verbraucht der nächste Zauber des entgegengesetzten Elements keine MP. Die Erklärung zum Jobbalken kannst du jederzeit über Kommandos und Eigenschaften einsehen. Ja, das weiß ich.
So. Was mich damals sehr, sehr beeindruckt hatte, war halt, es war ja so gesehen immer geplant, das Spiel wie ein richtiges MMO zu führen. Also so à la WoW, mit sehr vielen Fähigkeiten und. Und da war ich damals sehr skeptisch, wie wollen sie das für die Konsole fertigbringen, da man die Befehle halt, so viele Befehle man gar nicht über einen Controller führen kann. Und da war ich sehr beeindruckt über diese... Entschuldigung. Über diese Steuerart, die die eingeführt hatten. Und für mich die bestgelösteste Möglichkeit. Einfach die, wo die Steuerung jetzt nicht kennen. Unten sieht man jetzt zwei Departemente, jeweils mit LT und RT. Linke Tabelle, rechte Tabelle. So, ja, wollten wir nett sein. Was wollte ich eigentlich jetzt sagen? Was? So, ja, die flext etwas mit dem, was sie hat. Wobei, ihr Auto war eigentlich ein gratis Geschenk. Ja, wie auch immer. Das finde ich schade, dass ich diese Geschenke nicht mit einem anderen Charakter, obwohl ich das, das Account übernommen habe. Gut, was mache ich hier gerade? Es sieht nach Leveln aus. Und das ist es auch, was ich mache. Ach ja, richtig. Ich wollte erklären, wie das mit dieser Leiste unten funktioniert, mit den Befehlen, mit dem Controller. Wie man weiß, hat man hier... Das ist halt ein sehr klassisches MMO-Aufbau. Das bedeutet, man hat zigtausend Befehle, die man unten auflisten kann. Mit einem Controller ist das halt nicht so direkt möglich, weil der Controller hat sehr stark limitierte Knöpfe. Ich spiele zwar jetzt hier mit dem Elite-Controller. Und okay, der hat dann einfach mal 4 Tasten mehr als der normale Controller. Aber die halt auf reputativ sind. Das bedeutet, sie sind eigentlich nur
andere Tasten, die schon bestehend sind, als Abkürzung. Das ist ja auch egal. Die Steuerung an sich ist sehr einfach. Ich habe, wie ich gesagt habe, das LT und das RT. Und so kann ich zwischen diesen zwei Elementen, also zwei Sätze, rumwechseln. Wenn ich jetzt zum Beispiel R2 drücke, dann sieht man, das ist dann die rechte Seite. Wenn ich das gleiche mache mit L2, habe ich die andere Seite. Und die Befehle werden jeweils in 4er Schritten abgesetzt. Einmal mit dem Steuerkreuz und einmal mit den Buchstaben. Ich muss bei jedem Befehl halt diese Taste durchdrücken. Aber das wäre auch noch sehr wenige Befehle, weil das wäre knapp 16 Befehle, die ich dann ausrichten könnte. Was mache ich dann, wenn ich mehr Befehle machen möchte? Da sieht man unten, unterhalb des Schlosses, habe ich noch die Taste, nicht eine Taste, sondern stehen Z1. Mit einer Taste RB. Das bedeutet, mit der R1-Taste drücke ich und dann kommt dieses Fenster. Da habe ich dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was heißt das genau? Ich habe 8 mal eine Konfiguration von 16 Knöpfen. Ja, richtig gehört. Ich kann dieses Konfigurationsfenster, wo ich jetzt hier habe, dieses Z1, das ist ein Teil meiner Fähigkeiten, beziehungsweise auch, ich kann ja da auch Verbrauchsgegenstände reinsetzen, wie Potions oder Magietränke oder andere Sachen oder Kurzbefehle auch drin setzen, wie zum Beispiel Teleportation oder ein bestimmtes Menü öffnen, beziehungsweise zum Beispiel jetzt meine Itemtasche öffnen und. Also ich könnte da lauter Kurzbefehle auch reinsetzen. Und da gucken wir, wenn ich jetzt zum Beispiel die 2, das wäre dann die B, dann drücke ich R1, B. Und dann wäre ich auf dem, wie unten steht es, Z2. Und da habe ich jetzt noch nichts. Ich habe ja erst angefangen, dementsprechend habe ich nicht sehr viele Items, beziehungsweise Fähigkeiten. In der Regel müsste aber eine Seite konfiguriert sein, wenn ich mich nicht irre. Genau, hier, die letzte. Die letzte ist schon vorkonfiguriert. Und das sind dann solche Sachen drin. Arsenal, Charakter, Kommandoliste, Inventar und. Spielersuche sogar, Kontakte, Teleportation, Rückführung, Markierung und so weiter. Und so könnte ich dann zum Beispiel anstelle dann hier ins Menü zu gehen und dann hier durch die Leiste zu scrollen und zu suchen, das was ich brauche, könnte ich einfach mir eine Verknüpfung setzen, die ich dann direkt so reinsetzen könnte. Das ist sehr praktisch, sehr, sehr, sehr praktisch, also definitiv. Was wollte ich jetzt gucken? Hier ist die Kommandoliste, genau. Kommandoliste und hier kann ich nämlich sehen, was ich für Fähigkeiten habe, beziehungsweise wann ich welche Fähigkeiten freischalte und. Gehen wir mal jetzt wieder zurück. Oben sieht man so schön meinen Namen, den ich da eingegeben habe. Wenn man möchte, kann man das auch abschalten bzw. anders darstellen. Das sind alles so Feintuning-Sachen.
Ich sage, auch wenn jetzt das Layout mich stören würde, zum Beispiel, dass jetzt die Magie, der Magiebalken ist sehr in Mitte vom letzten Drittel meines Bildschirms. Würde mich das stören, könnte ich den zum Beispiel verschieben auf die linke Ecke oder rechte Ecke, ganz beliebig. Da gehe ich dann einfach mal zu Charakterkonfiguration. Ne, das wollte ich nicht. Ich muss da in die andere Konfiguration. Layout. Genau. Da kann, hat man hier im Layout-Menü, kann man eigentlich das komplette Layout vom Bildschirm umgestalten. Ganz nach Belieben, wie man es möchte. Aktives Element. Hier kann ich das Element eigentlich wählen. In dem Fall würde ich den Elementarbalken. Ist das richtig alphabetisch rein oder? Ich glaube nicht. Da. Und dann könnte ich den quasi so verschieben, wie ich es mag. In dem Fall zum Beispiel, für dass der mich jetzt weniger stört, weil er stört mich wirklich. Wenn ich den Status positiv. Doch, ich stelle den hier rein. Oder warte, den stelle ich mir hier unten rein. Genau. Und dann speichern wir das. Ich könnte hier zum Beispiel Einstellung des Layouts-Elements, könnte ich jetzt noch den Elementarbalken jeweilig ändern. Zum Beispiel, ich könnte ihn kleiner machen, ich könnte ihn aber auch überdimensioniert groß machen oder halt ihn transparenter machen. So, dann wollen wir das so behalten. Ist okay. Und jetzt habe ich den Elementarbalken unten. Und da stört er mich auch weniger. So, nehmen wir hier mal neue Questen an. Was halt sehr praktisch ist, du kannst hier im Spiel wirklich alles so umgestalten, wie du es haben möchtest, wie du es brauchst. Das war auch einer der Gründe, wieso ich da PC-Spiele mehr bevorzuge als jetzt Konsolenspiele, weil bei den Konsolenspielen hat man nicht immer diese Möglichkeit, sein HUD so einzustellen, wie man es haben möchte. Beziehungsweise, ich weiß zwar, dass in vielen anderen Spielen kann man auch nicht gerade den HUD so umstellen, wie man es möchte. Aber auch jetzt zum Beispiel Tastenbelegungen. Zwar mittlerweile sind die Konsolenspiele zwar so aufgebaut, dass man es machen kann. Aber das kam auch erst zum Beispiel bei der PlayStation, erst bei der PlayStation 4, dass man das mal bei dem ein oder anderen Spiel machen konnte. Dass man eine andere Taste für einen bestimmten Befehl wählen konnte. Vielleicht auch schon bei der 3, aber da kann ich mich an kein Spiel erinnern, wo man das machen konnte. Stimmt ja, das ist anvisieren.
Sind wir nicht. Wenn ich mich so zurücksetze, muss ich sagen, dass damals auch die Community die netteste war. So kann ich wenigstens jetzt hier meine Ausbildung machen. Und nee, ich werde definitiv es diesmal nicht so falsch machen wie damals. Man hat hier solche kleine Dungeons, die man mit anderen Spielern spielen kann. Und da war damals einer so nett und sagte mir, ja, es ist ja schön und gut, dass du schon kleine Dungeons machst, aber du wärst eher eine Hilfe, wenn du deine Klasse mal fertig leveln würdest, beziehungsweise die Quests fertig machen würdest. Da wusste ich nicht, dass man später für verschiedene Fähigkeiten quasi ein spezielles Artefakt braucht. Ja, der hätte mich damals auch zu Sau machen können, wieso ich ein übelster Noob bin und das nicht wüsste und nicht gemacht hätte und. Aber nee, die Leute waren immer stets nett. Hey MadBad, danke für den Lurk. Wieso habe ich mit dem Spiel wieder angefangen? Also, das Spiel ging mir definitiv sowieso nie aus dem Kopf, da ich ein sehr großer Final Fantasy-Fan bin. Und das Ausschlaggebende, dass ich wirklich jetzt gesagt habe, ich möchte es wieder spielen, war eigentlich halt, YouTube war schuld dran. Weil ich folge ja Square Enix und allen Final Fantasy Gruppen und die posteten immer Beginner Guides jetzt in der letzten Zeit, wie man gut ins Spiel reinkommt und was es alles Neue gibt. Was ich auch denen nicht verüble, dass die das so machen momentan. Liegt einfach daran, weil das Update ja bevorsteht. In ein paar Monaten. Und versuchen dann somit neue Spiele auch ranzubringen. Und wenn sie es jetzt anfangen, dass sie dann eventuell vielleicht vorbereitet sind für das Update. Ob ich jetzt das Update nehme, ist eine andere Sache. Das steht noch in den Sternen. Jetzt zocke ich es mal einfach so. Gucke, wie weit ich komme. Ich weiß mal gar nicht mehr, wo ich damals war in der Story. Ich glaube, doch Stufe 50 hatte ich erreicht, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, was Level Cap ist und. B-
Beruf hatte ich damals noch gar nichts angefangen. Eigentlich habe ich ziemlich früh aufgehört mit Spielen. Stimmt, jetzt kommt jetzt diese Quest, wo ich ja jeden begrüßen muss. Jetzt wird einmal erklärt, was Emotes sind. Ja, ich weiß, was Emotes sind. So, willkommen. Was ich auch sehr gemocht habe an dem Spiel, war halt, bei vielen MMOs hat man verschiedene Klassen. Und was mich da immer stört, ist, da musste man einen neuen Charakter erstellen und dann diese Klasse wählen, dann die ganze Story quasi wieder von vorn spielen. Also quasi teilweise, wenn es fünf oder sechs Klassen gab, musste man das Spiel fünf, sechs Mal durchspielen. Und bei jeder Erweiterung musste man die Erweiterung genauso oft durchspielen. War halt sehr mühsam und beim ersten Mal ist es ja noch cool, beim zweiten Mal fängt es an langweilig zu werden und dann ist es nur noch Quälerei. Hier gibt es dieses Problem nicht, da man mit einem Charakter alle Klassen machen kann. Finde ich geil. Man fängt natürlich immer wieder von vorn an, also in dem Sinn nicht die Story, aber die Klasse an sich fängt immer wieder bei Stufe 1 an. Gehen wir jetzt. Was ich etwas dumm finde, die werden auch nicht gekennzeichnet, ob man sie schon oder okay,
Weil ich glaube, die sind immer so offen. Kann das sein? Gut, es sieht auch sehr smooth aus, was ich hier alles so mache, also so richtig easy peasy, aber so easy peasy war es gestern nicht, also gestern musste ich viel rumklicken, habe mich viel verklickt und habe mich auch tausendmal verlaufen und kam mit der Karte nicht klar. Komme ich auch heute noch nicht wirklich, aber es geht schon besser. Ich muss jetzt gucken, wo wir... Ah, da hinten ist noch eine Quest. Ich glaube, die glitzern dann, wenn ich sie aktiviert habe. Hier ist die Händlerstraße. Stimmt, ja, es gibt einen Kurzbefehl, über die Klassen zu springen. Ah, so war das gemeint, richtig. Ich kann's ja nicht. Nö. Ah, stimmt, hier kann ich Gegenstände auf dem Markt suchen. So, wo müssen wir jetzt hin? Stimmt, wir müssen hier hin. Der leuchtet schon so. Okay, den habe ich auch aktiviert. Ach ja, ich muss den großen Kristall aktivieren noch.
Genau, den großen Kristall kann man als Heimatsort registrieren. Was heißt das genau? Bedeutet, man kann eigentlich nur teleportieren, wenn man an so einem oder an so einem kleinen Kristall steht. Man hat aber die Möglichkeit, auch einfach so zu einem Kristall zurück zu teleportieren, aber nur an einem bestimmten, und zwar in dem Fall dein Heimatspunkt. Das bedeutet, wie ich es jetzt hier auf der linken Seite meiner Leiste habe, habe ich die Rückführung. Wenn ich die Rückführung drücke, dann fragt er mich zum Heimatspunkt, Nalt-Kreuzgang zurückkehren. Und wenn ich jetzt Ja drücke, hat er mich wieder zum Stein gebracht. Natürlich kann man das nicht andauernd machen. Wie ihr seht, habe ich dann eine Cooldown. Die Cooldown hat 900 Sekunden. Heißt so viel 1,5 Stunden, wo ich halt erst wieder zurück kann gehen. Habe ich das richtig jetzt gesagt? 900 Sekunden sind, ja, durch 60 ist eine Minute, sind 15, ja doch, es sind 1,5, bei einer Stunde hat er 60 Minuten und 60 Sekunden. Eine Stunde hat 60 Minuten und eine. Oje. So. Ich schäme mich gerade, weil es nervt mich jetzt im Kopf, dass ich das irgendwie falsch euch jetzt vermittelt hätte. Und ich bin mir sicher, dass es falsch war. 900 Sekunden geteilt durch 60. Ja, nicht 1,5 Stunden, sondern 15 Minuten. Ach du liebe Güte. Sein, dass ich hier falsch bin. Ja. Ja, die roten Questgeber, die kann ich noch nicht machen. Hier ist der Brief. Ah, hier sind die Teile, die 5 Briefe.
Sich mal im Arsenal schauen. Sexy. Jetzt sehe ich aus wie es klaut. Ja doch, dann behalte ich trotzdem die Sachen. Weil die hatte ich bereits, diese Sachen. So, thank you.
Und weg damit. Ein Schnappspitzmull. Man merkt auch richtig, dass ich richtig viel Damage mache. Was ist für Krieger? Ich bin zu dämlich. So. Auch wenn der dämlich aussieht. Er gibt mir stimmt, das sieht man hier. Einmal die Klasse. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 Klassen gibt es. Heftig. Und abgesehen davon gibt es dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Berufe, die man meistern kann. So langweilig wird es einem nicht im Spiel.
Yeah. Nächstes Level. Oh, ich habe neue Fähigkeit. Blitz. Ich schlachte hier willkürlich Tiere ab. Nee, gegen die kämpfe ich nicht. Sonst bin ich schneller Geschichte als ich B sagen kann. Und weg mit dir.
Ist hier so dämlich aus mit der Kappe da. Richtig aufs Maul. So, nächster Punkt wäre, dass wir in die Stadt zurückgehen. Später haben wir knapp 11 Uhr. Also, gleich geht's weiter. Ich gehe jetzt mal kurz eine rauchen. Und dann gucken wir mal, dass wir mit den Quests vorankommen.
So, dann bin wieder da. Dann geht's auch weiter. Wo müssen wir hin? Wir haben Tunnelquests. Wir können hier eine abgeben. Und hier haben wir auch schon die nächste Quest. Da hinten können wir wieder eine Quest abgeben. Sehr schön. Können wir den dämlichen Hut wegnehmen und kriegen den Zauberhut. Jetzt sehen wir schon eher auf ihn Magier aus. Da habe ich wohl etwas zu schnell gedrückt. So. Normalerweise, wenn wir hier weiterlaufen, kommen wir zum nächsten Quest. Nee, da kommen wir nicht. Aber hier müssen wir dann hin. Nee, runterspringen können wir nicht. Ich glaube, wir müssen hier hin. Oder müssen wir Treppen hoch?
Ah, hier. Haben wir noch nicht aktiviert. Okay. Yeah, wieder eine Quest abgeschlossen. Auf zur nächsten. So. Teil der Kreuzung. Und noch eine Quest erledigt. So.
Und weg. Ah, hier gibt's noch eine. Und weg mit dir. Ich hasse Wespen. Eure Spaziergänge sind äußerst leichtsinnig, Eure Gnade. Das soll nicht eure Sorge sein. Lasst mich alleine. Tut so, als hättet ihr mich nicht gesehen. Eure Gnade, ihr weißt, dass ich das nicht kann. Hier ist es nicht sicher. Für niemanden. Ich spüre doch, dass der Ältere aus dem Äther aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Begleitet mich zurück. Alle sorgen sich bereits um euch. Ah, und ich hat wohl Papa-chan hergeschickt. Du siehst, es ist kein leichtes, Frauen von ihrem eigenen Besten zu überzeugen. Na, die Entlaufene ist jedenfalls gefunden, kehren wir zu Papa-chan zurück. Ah, wenn ihr nur nicht so viele Verehrer hättet. Bleibt in sicherer Deckung, Eure Gnade. Mach schon, steh nicht rum. Zeig, was du drauf hast. Was denkt er sich? Gibt er mir einfach Befehle hier? Ups.
Hör hin, fühl es, denk nach. Träger des Kristalls. Höre Hidjelins Ruf. Die Welt ist davor, in Chaos zu sinken. Finsternis breitet sich aus. Sie droht zu ersticken, was hell ist und gut. Sie löscht aus, was lebt. Hi Panda, wie geht's? Oh, genieße noch meine letzten Tage, bevor ich wieder am Montag arbeiten gehe. Nur, ich wollte einfach meine Ruhe haben. Nö, die hat mich ja überall rausgeschmissen. Aber das lässt mich sowieso kalt, also. Und mit ihrer Art würde ich auch nicht mehr klarkommen. Also, wenn ich sie noch einmal sehen würde, wird's richtig krachen. ところで君、大丈夫かい？ エーテルにでも酔ったんだろうか？ 戦闘の後、急に倒れたから驚いたよ。 なんだって？ 大きなクリスタル？ 一体何の話を？
ありがとうございます。 ところくらいなら自分で戻れるわ。やれやれ。本当にやんちゃのお嬢様だ。では、俺たちも帰るとしようか。君とはまた近いうちに会いそうな気がするよ。 Ich weiß nicht mehr, was er in der Story ist, ob er schlecht oder gut ist. Und weg. So, wo müssen wir jetzt hin? Richtig, davon. Ich verspreche dir, mich nicht wieder in Gefahr zu begeben. In Ordnung. Der weiß, ich stand da in der Reihe, Alter. Weitermachen. Ich habe da noch die Quest hier zu erledigen. Oh, das ist sogar ganz in der Nähe. Ich nehme aber die Quest schon mit. Quest up.
Mist. Falscher Knopf. Oha, Stufe 5. Ernsthaft? So, ich habe das Mikrofon etwas leiser gestellt. Weil eigentlich habe ich gar keine Geräusche außer mein PC und mein PC läuft aber noch ruhig. Ja, das ist es aber, mein PC, komisch. Wirklich. So, ich hoffe, dass man es jetzt weniger hört. Mensch, ich bin zu dumm, um den die richtige Taste zu drücken. Ah, wunderbar. Jo, ich hab wieder richtig Bock bekommen, Final Fantasy Online zu spielen. Ich wollte es eigentlich nicht mehr wieder anfangen, aber gut. Ich wurde so in der letzten Zeit mit dem Spiel konfrontiert, dass ich gesagt habe, okay, doch, ich gönn mir nochmal. Giftung eine Rolle? Sumpfsinn. Okay. Was für eine Rolle ist das eigentlich? Kommando. Was steht denn hier? Du verringerst den ausgeteilten physischen Schaden um 5% und den ausgeteilten magischen Schaden um 10%. Oh, ist eigentlich sehr praktisch. Gut. Ein Feldbereich. Ah, das sind diese Weltenbosse, wenn ich mich nicht irre.
Mein Dschungel. Der geht nicht mehr auf mich los, weil ich habe nicht mehr viel Leben. Ja, der liegt. Was war das jetzt? Beitrag und Vergütung. Sobald dein Fate abgeschlossen ist, wird deine Belohnung für die Teilnahme angezeigt. Belohnungen werden unter allen Teilnehmer verteilt und richten sich nicht nur nach dem Erfolg, sondern auch nach individuellen Beiträgen. Je aktiver du beim Erfüllen von Fate-Zielen bist, desto größer ist dein Beitrag und deine Belohnung. Dein Beitrag wirkt durch Gold, Silber und Bronze, Metall und verdeutlicht, die in dem Belohnungsfenster erscheint. Okay. Und hier noch was. Papo, bleib gesund. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Kein Stress, Salva. Danke fürs Reinkommen. Wünsche dir auch noch schönen Abend. Stimmt, wir müssen jetzt... Ja, welche muss ich denn für die Quest machen? Egal, ich muss sowieso alle Quests machen. Wieso ist meine Kehle jetzt so trocken? Mist, zu schnell getrunken. So, wen haben wir jetzt als nächstes zu verprügeln? Da vorne. Was sind das denn für komische Fische? Thank you.
und weg mit dir. Wieder zurück in die Stadt. Das Bestarium. Das Bestarium zeichnet deine Fortschritte beim Erliegen bestimmter Kreaturen auf. Durch den Abschluss dieser Aufgaben erhältst du Belohnungen und schaffst neue Herausforderungen frei. Du findest das Bestarium unter Notizbüchern im Hauptmenü. Das Bestarium. Du kannst nun Klassen und Gegenstärke Rang auswählen. Besiege die geforderte Zahl der gelisteten Monster, um das Ziel zu erfüllen und eine Belohnung zu erhalten. Es empfiehlt sich, zuerst den Lebensraum der Zielobjekte zu überprüfen. Ziele aus deinem Bestiarium haben ein spezielles Icon über ihrem Anzeigenamen, wodurch es einfacher wird, diese Kreatur aufzuspüren. Okay. Den Trockenfisch platzieren. Das ist im nächsten Gebiet, oder wie soll ich das verstehen? Ja.
Mensch, Marienkäfer, du gehst mir richtig auf die Nerven, verpiss dich. Stimmt, ich wollte da was noch machen, und zwar... Ich nehme jede Quest an.
mehr Erfahrungspunkte geben, die... Geben 80, das ist nicht gut wenig. Das nächste Level erwischt. Noch eine. Jup. Nächstes Level. Sehr schön.
Wo ist denn die letzte Kiste hier? Die Quest hatten wir dann auch.
Tschüss. Easy. So langsam finden wir uns wieder hier richtig zurecht im Game.
nicht ins Meer. Nee. Ich noch tu nichts Gute. Also ich muss 4 Leute beschuldigen, nur ich finde nicht mal so viele. Ja, du kriegst auch die Visiten gelesen. Quest erledigt. Ich stand jetzt da drauf.
Luxembourgisch nichts schon Besseres. Gut, ne. Und wieder eine Quest abgeschlossen. Thank you.
Jo. Schön. Quatsch. So. Und bessere Schuhe. So, dann haben wir das auch erledigt. Laufen wir wieder zurück zur Stadt. Ist ja schon 12. Oh, schon 12:30. Ich glaube, ich gebe die Questen ab und dann gehen wir schlafen. Da fällt das Achtung.
105. Neuer Levelaufstieg. Und ich bekam die erste Tunika. Ja, langsam sehen wir aus wie ein Magier.
Oh, der hat einfach mal eine Stufe 19. Axt. Jo. Richtige Maschine.
Da hinten ist der... Der Ätherkristall. Den aktivieren wir. Dann reicht es für heute. So, dann liebe Leute, das war's für heute, beziehungsweise für den Moment, weil ich werde in ein paar Stunden ja wieder um sein. So dann, morgen werden wir dann schauen, weiterzumachen und dann gucken wir, wo wir dann morgen dann dran sind, ob wir dann schon so weit sind, für die Instanzen freizuschalten und ob wir unsere Ausbildung zum Magier fertig kriegen, dass wir das Artefakt endlich bekommen. Jedenfalls, danke für dabei zu sein und ich wünsche euch noch eine schöne Nacht.